Zuvor geht es darum, wie Brände von Haushaltsgeräten möglichst schon in der Entstehung verhindert werden können. Vor 7 Jahren hatten wir dazu eine Erfindung vorgestellt, die heute sehr erfolgreich ist. In diesem mittelständischen Unternehmen in Schleswig-Holstein werden Ampullen für Sprinkleranlagen entwickelt und gebaut. Die enthalten eine Flüssigkeit, die Hitze erkennt, das Glas der Ampulle zum Platzen bringt und eine Löschanlage aktiviert. Geschäftsführer Bodo Müller und Entwicklungsleiter Rüdiger Klug wollen das Prinzip der Sprinkleranlage auch in Haushaltsgeräten integrieren. Mit einer eingebauten Ampulle, die Feuer schon am Entstehungsort, also in der Geräteelektronik, erkennt und löscht. Hier haben wir als Beispiel ein Netzteil für einen Computer, von dem grundsätzlich eine Gefahr ausgeht. Wenn Kurzschlüsse, Defekte, Verschmutzungen auftreten, kann es zu Überspannungen kommen und dadurch zur Brandentwicklung. Ihre Lösung? Ein Mini-Feuerlöscher, der direkt ins Gerät eingesetzt wird. Aber gelöscht wird nicht mit Wasser. In Haushaltsgeräten würde das zu weiteren Kurzschlüssen führen. Deshalb ist in dieser Ampulle eine spezielle Flüssigkeit. Ihre Zusammensetzung? Ein Betriebsgeheimnis. Wie das Prinzip funktioniert, zeigen uns die Entwickler. Dazu werden sie Hülsen zerschnittener Kabel anzünden. Darüber platzieren sie eine ihrer Ampullen. Durch die Wärme des Feuers dehnt sich die Flüssigkeit in der Ampulle aus. Der Innendruck erhöht sich, bis sie platzt. Die Flüssigkeit in der Ampulle verdampft. Das Gas, das dabei entsteht, kühlt das Feuer unter den Entzündungspunkt. Dadurch geht das Feuer sicher aus. Aber die Erfindung löscht nicht nur. Sie verhindert auch, dass es zu einem Wiederentzünden des Feuers kommt. Dazu soll sie das Gerät beim Auslösen der Ampulle auch vom Strom trennen. Das zeigt Versuch Nummer 2. Die Erfindung wird in den Stromkreislauf eingebaut. An der Oberfläche der Ampulle ist ein dünner Zinnstreifen angebracht, der den Strom leitet. Wir werden dann das Teelicht entzünden. Es wird unter die Ampulle gefahren. Die Ampulle löst aus. Das Feuer wird gelöscht und der Strom wird abgeschaltet. Passiert das, wird die rote Lampe gleich ausgehen. Und wenn das jetzt in einer Waschmaschine oder in einem Trockner oder Geschirrspüler oder Radio passiert wäre, wäre jetzt der Brand gelöscht, der Strom wäre abgestellt und somit das Gerät wäre wieder sicher. 2014 war die Entwicklung noch nicht abgeschlossen, die Erfindung noch in der Prototypenphase. Der neue Produktmanager der Firma, Markus Fiebig, berichtet, was seitdem passiert ist. Seit der letzten Aufzeichnung hat sich unglaublich viel getan. Die Erfindung haben wir weiterentwickelt, wenn man sich jetzt die kleine Komponente anschaut. Die Ampullen sind kaum noch größer als eine Euromünze und dadurch vielfältiger einsetzbar. Unter anderem sind sie in elektronischen Werbetafeln an Flughäfen verbaut. Bis zu 6 Millionen Ampullen können pro Jahr produziert werden. Deshalb gehen die Entwickler jetzt den großen Schritt in den Bereich der Haushaltsgeräte. Die Bandbreite der Haushaltsgeräte reicht wirklich von TVs über Wassererhitzer bis hin dann auch zu Geschirrspülern oder auch Kühlschränken. In diesem Jahr sollen die Geräte eines großen Elektroherstellers ausgestattet mit der Erfindung in den Handel kommen. Und die Firma plant, ihre Idee der Elektroautoindustrie anzubieten.